Wir bringen Ihnen alle Updates zur Corona-Epidemie Stand Freitagnachmittag. Herzlich willkommen bei Ihrer Krone News Sondersendung. Die Bundesregierung hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise angekündigt. Ab Montag wird Österreich auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Restaurants, Bars und Cafés werden nur mehr bis 15 Uhr geöffnet sein. Alle Geschäfte, die für den täglichen Bedarf nicht notwendig sind, werden gänzlich geschlossen. Selbstverständlich gilt dies nicht für den Lebensmittelhandel, Apotheken, Banken oder die Post. Die Grundversorgung bleibt also erhalten. Ab Montag gibt es außerdem keine Flugverbindungen mehr nach Frankreich, nach Spanien und in die Schweiz. An der Schweizer Grenze wird kontrolliert. Ab Freitag 14 Uhr sind außerdem das Paznauntal und St. Anton am Arlberg unter Quarantäne. Diese Gebiete werden sofort isoliert. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer haben die Maßnahmen in einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag erläutert. Jeder Einzelne, das muss uns bewusst sein, hat eine Verantwortung. Wir sind als Republik Österreich ein Team, in dem jeder seinen Beitrag zu leisten hat, gerade in einer herausfordernden Situation. Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren. Österreich wird nicht auf Dauer, aber doch auf Zeit, auf Minimalbetrieb herunterfahren. Wir tun das, weil es notwendig ist, um die älteren Menschen in unserem Land, um besonders vulnerable Gruppen bestmöglich zu schützen. Wir fordern alle Unternehmerinnen und Unternehmer auf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo das möglich ist, ab der nächsten Woche auf Zeit in Teleworking gehen zu lassen. Zum Zweiten, ab Montag werden Restaurants, Bars und Cafés nur noch bis 15 Uhr geöffnet sein. Und zum Dritten, Geschäfte werden geschlossen bleiben. Ich betone aber, das gilt selbstverständlich nicht für den Lebensmittelhandel, für Apotheken, für Banken, Tierfutter, Drogerie, Post und andere Bereiche, die es zur Versorgung braucht. Es braucht also niemand Sorge haben, dass die Grundversorgung gefährdet ist. Es gibt einige Staaten, in denen sich das Virus ganz besonders schnell ausbreitet, Spanien, Frankreich und die Schweiz. Wir sind daher gezwungen, die Flugverbindungen mit diesen Ländern ab Montag einzustellen und auch Kontrollen an der Schweizer Grenze durchzuführen, so wie wir das mit Italien bereits praktizieren. Wir sind quer durch Österreich gefordert, die Ausbreitung des Virus einzuschränken, aber wir haben eine ganz besondere Betroffenheit in gewissen Gebieten. Wir haben die Situation, dass es insbesondere in einigen Gebieten von Tirol zu einer sehr, sehr rasanten Ausbreitung kommt und wir hier auch ganz zielgerichtet, geografisch, punktgenau gegensteuern müssen. Es werden daher das Paznauntal und St. Anton am Arlberg unter Quarantäne gestellt. Diese Gebiete werden ab sofort isoliert. Österreicherinnen und Österreicher, die in diesen Gemeinden Ischgl, See, Kappel, Galtür und St. Anton am Arlberg leben, aber auch die österreichischen Urlauberinnen und Urlauber dort sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Gemeinden werden selbstverständlich bestens versorgt und werden schon in 14 Tagen die Möglichkeit haben, ihr gewohntes Leben wieder fortzusetzen. Wie schauen die aktuellen Entwicklungen aus? Wir haben derzeit in Österreich 6.600 Testungen durchgeführt. Wir machen ja ausschließlich Testungen von sogenannten Verdachtsfällen. Und wir haben derzeit 432 bestätigte Erkrankungen. Manche mögen sagen, 432, das ist eine überschaubare Zahl. Ich antworte darauf noch leider. Leider noch. Würde es dabei bleiben, würden wir wissen, dass wir die Ausbreitung im Griff haben. Aber wir haben in den letzten Tagen Erhöhungen dieser Zahl von rund 40% im Durchschnitt zu verzeichnen. Wir hatten etwa gestern früh
302 bestätigte Erkrankungen und es werden kontinuierlich mehr. Und das ist der Grundtrend in Europa, das ist der Grundtrend in allen Staaten, das ist die Situation, die wir in Italien mit einem Vorsprung unter Anführungszeichen von 2 Wochen erleben müssen, mit verheerenden Entwicklungen in diesem Land, wo in einer prosperierenden Region wie der Lombardei Teile der Spitalsinfrastruktur nicht mehr funktionsfähig sind. Und was das für einzelne Menschen bedeutet, kann man sich hier eigentlich in dieser Minute gar nicht vorstellen. Vielleicht haben Sie mit mir dasselbe gelesen, nämlich die Blogberichte von Medizinerinnen und Medizinern aus der Lombardei. Und wenn man die im Detail liest, dann liest sich das teilweise, ich sage das bewusst selten so, dann liest sich das teilweise so wie eine Kriegsberichterstattung, wo Menschen, die eine Spitalsversorgung, eine medizinische Akutversorgung in schwersten Fällen brauchen, die nicht mehr erhalten können, weil die Spitalsinfrastruktur dafür nicht mehr ausreicht. Italien hat derzeit 15.000 Erkrankungsfälle, mehr als 1.100 Todesfälle bereits. Täglich werden es mehr. Spanien ist bereits bei 3.000 Erkrankungen, Frankreich 2.800, Deutschland 2.700. Und so könnte ich Ihnen die ganzen europäischen Staaten aufzählen. Wir wollen eine Entwicklung wie in Italien mit allen politischen, demokratischen Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, vermeiden. Es geht darum, möglichst viele Akutbetten für den Ernstfall bereitzuhalten, offen zu halten, funktionsfähig zu haben. Ja, unser Leben wird sich in den nächsten Monaten stark verändern. Ja, das ist aber notwendig, das ist erforderlich, um das Risiko zu reduzieren und um zu verhindern, dass es bei uns Entwicklungen wie bei unserem südlichen Nachbarn, den viele so lieben, auch geben wird. Wir haben deswegen Verantwortung, jeder Einzelne von uns. Es wird nicht nur ausreichen, dass die Maßnahmen, die wir hier auf der politischen Ebene beschließen, konsequent umsetzen, sondern es wird auch darum gehen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne auch ihren und seinen Beitrag konkret leistet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Stimmung in Österreich entsteht, dass so etwas wie ein Team Österreich entsteht, der Mitverantwortung, des Zusammenhalts in diesem Land, der Solidarität miteinander, des Zueinanderstehens. Das ist das, was wir brauchen und ich bin überzeugt davon, wenn uns das gelingt, dann können wir es gemeinsam gut schaffen. Ich möchte noch einmal die Gelegenheit dazu nutzen, um eindringlichst vor Falschmeldungen zu warnen, die derzeit gerade im sozialen Medienbereich kursieren. Weil das, was heute sich schon am Vormittag gezeigt hat, das kann auch noch die nächsten Tage so weitergehen, aber gleich die gute Nachricht vorweg an alle, die uns jetzt zuschauen. All das, was da in den sozialen Medien herumgeistert und kursiert, hat keinerlei Substanz. Alle Geschäfte, so wie der Bundeskanzler schon ausgeführt hat, des täglichen Bedarfs, Supermärkte, Banken, Apotheken, alles, was wichtig ist, um seinen Lebensalltag zu bestreiten, bleibt selbstverständlich geöffnet. Ich bitte daher auch alle, die auf den sozialen Medienkanälen solche Nachrichten lesen, dass es irgendwelche Formen von Ausgangssperren etc. geben soll, lassen Sie diese Nachrichten nicht an sich herankommen. Wir, der Bundeskanzler, der Gesundheitsminister, das Innenministerium, die Behörden informieren Sie so, dass Sie mit Ihrem Alltag gut zurechtkommen können, auch wenn jetzt die vom Bundeskanzler und Gesundheitsminister angesprochenen Einschränkungen sozusagen wirksam werden. Wir bieten auch dazu nach wie vor unsere Service-Hotlines an, in dem Fall die 0800 555 621. Wir nehmen Ihre Sorgen ernst, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher. Wir verstehen, dass die Lageentwicklung auch dazu angetan ist, sich viele Gedanken zu machen. Bitte nutzen Sie das Informationsangebot seitens des Gesundheitsministeriums, seitens des Innenministeriums und vor allem, wie gesagt, 0800 555 621. Um all Ihre Fragen auch beantwortet zu kriegen, um auch da für sein eigenes Leben Sicherheit zu gewinnen. Ab Montag gibt es Flugverbote für die Länder Frankreich, Spanien und Schweiz, dass keine Flüge mehr nach Österreich kommen können. Es gilt die höchste Reisewarnstufe. Das Außenministerium steht allen Österreicherinnen und Österreichern, die sich in diesen Ländern befinden, zur Verfügung, um alle Antworten zu bekommen, wie eine geordnete Rückreise durchgeführt werden kann. Meine Bitte ist als Innenminister, auch gemeinsam mit dem Außenminister, alle Österreicherinnen und Österreicher, gerade in
Frankreich und Spanien sind aufgefordert, in aller Ruhe, aber geordnet, die Rückreise nach Österreich anzutreten. Zu den Maßnahmen und zur Dauer der Maßnahme. Klar ist aus unserer Sicht schon, dass die Maßnahmen, die wir an den Schulen setzen, bis Ostern gesetzt werden. So viel steht fest. Was die Maßnahmen darüber hinaus betrifft, haben wir diese jetzt einmal für eine Woche terminisiert. Wir müssen aber täglich die Situation evaluieren, müssen täglich uns nicht nur die Entwicklungen in Österreich, sondern auch in Italien anschauen und dann gemeinsam mit den Experten und dem Einsatzstab entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Es sind sehr restriktive Schritte, die wir setzen, zu einem Gott sei Dank sehr frühen Zeitpunkt mit der Hoffnung und der großen Chance, dass diese eine deutliche Wirkung erzielen. Ich sage Chance, weil die Situation eine neue ist. Wir wissen, dass wir nicht mit China vergleichbar sind, eine deutlich ältere Gesellschaft zum Beispiel. Wir wissen, dass wir nicht mit Singapur vergleichbar sind, aufgrund von der Nutzung von Big Data und einer wahnsinnig disziplinierten Gesellschaft, ist die Situation einfach am ehesten in Österreich mit den anderen europäischen Ländern zu vergleichen. Und insofern haben wir wenig Referenzbeispiele. Wir setzen auf harte Maßnahmen, auf konsequente Maßnahmen mit der Hoffnung, mit der Chance, dass die nach einer gewissen Zeit Wirkung zeigen. Und insofern ist einmal vorgesehen, dass die Maßnahmen, die jetzt insbesondere die Geschäfte betreffen, für eine Woche andauern. Ich sage dazu vorgesehen, weil wir die Situation natürlich laufend evaluieren müssen. Dass es vorzeitig schon zu einer Entspannung der Situation kommt, diese Hoffnung sollten wir uns nicht machen. Der Gesundheitsminister hat zu Recht gesagt, das Thema wird uns einige Monate beschäftigen. Die Einschränkungen, auch die Einschränkungen, die jeder selbst für sich auch freiwillig gestalten muss, die werden uns sicherlich Wochen beschäftigen. Was die Quarantäne betrifft, da sprechen wir von 14 Tagen für die Menschen in den betroffenen Gebieten in Tirol. Weiterhin ist das Ziel, die Geschwindigkeit der Verbreitung zu verringern und die Kurve der Neuinfektionen abzuflachen, damit das Gesundheitssystem nicht auf einmal überlastet wird und damit Zeit gewonnen wird. Besonders ältere Menschen sind von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffen. Sie sollten ihr Ansteckungsrisiko verringern. In den nächsten Wochen sollten besonders ältere Personen soziale Kontakte möglichst meiden und Massenansammlungen meiden. Das gilt besonders streng für jene, die unter Vorerkrankungen leiden, wie etwa Herz-Kreislauf-Probleme, chronische Krankheiten oder Lungenschädigungen. Untersuchungen aus China und Italien zeigen, dass es vor allem alte, kranke Menschen über 70 sind, die an dem Virus sterben. Das heißt konkret, Familientreffen auslassen und lieber telefonieren, am besten vom Lieferdienst versorgen lassen und ordentlich Hände waschen. Für junge Menschen gilt jetzt, wir sind gefordert, uns um ältere oder vorerkrankte Menschen in unserem Umfeld zu kümmern. Vielleicht die Einkäufe für sie zu erledigen oder öfter anzurufen, damit trotz der Einschränkungen niemand vereinsamt. Ganz allgemein gilt außerdem, Hamsterkäufe sind nicht sinnvoll, die Supermärkte bleiben offen. Laut Psychologen ist es natürlich einfacher, das eigene Wohlbefinden durch Hamsterkäufe wiederherzustellen und sich so sicherer zu fühlen, damit ist aber niemandem geholfen. Viel wichtiger ist es, die eigenen Verhaltensweisen zu hinterfragen und zu ändern. Dazu gehört eben das häufigere Händewaschen, aber auch das Niesen oder Husten in die Armbeuge und nicht in die Hände. Ich wünsche Ihnen ein schönes und ruhiges Wochenende. Bleiben Sie, wo es möglich ist, zu Hause und halten Sie sich unbedingt an die empfohlenen Verhaltensregeln. Wir halten Sie selbstverständlich auf krone.at weiterhin auf dem Laufenden. Schön, dass Sie bei uns sind.